Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Heute habe ich einen kroatischen Lidl-Roll. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Hier bei mir im Urlaub. Ich befinde mich immer noch in Kroatien und wir waren gestern im Nachbarort oder in einem etwas weiter entfernten Ort, 20 Kilometer ungefähr, im Lidl. Und vorerst möchte ich euch erstmal die Aussicht zeigen. Ich bin hier auf der Terrasse, auf der Frühstücksterrasse und ja. Hier habe ich dann die ganzen Sachen aufgebaut, die ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Und zwar waren wir, wie gesagt, im Lidl und ich muss sagen, der Lidl ist eigentlich so vom Aufbau her genau wie in Deutschland, nur dass die Produkte ein bisschen anders sind. Ja, dieser Einkauf, das ist einfach ein Einkauf für den Urlaub, ne, zwischendurch. Wir haben hier Selbstversorger, beziehungsweise wir sind hier bei meinen Eltern, die uns natürlich sehr, sehr gut beköstigen, aber trotzdem holen wir uns immer zwischendurch etwas für den Zwischensnack oder wenn uns wenn wir einfach Lust haben auf irgendetwas Spezielles, dann gehen wir in den Supermarkt oder halt gestern wie gestern im Lidl und holen uns ein paar sehr leckere Sachen. Der Einkauf steht schon hier bereit und möchte vorgeführt werden und das machen wir jetzt einfach. So, jetzt werde ich euch abstellen. Ich weiß nur nicht, ob das eine gute Idee ist, die ich jetzt vorhabe. Und zwar wollte ich euch gerne hier abstellen auf diesem Gelände und ich hoffe, ihr bleibt auch hier oben. Als erstes haben wir mitgenommen das ein Spülmittel im Doppelpack 1 plus 1, Super 10er heißt 1 Liter plus 1 Liter für einen super Preis. Und das ist, ich habe keine Ahnung, das nennt sich Charlie und das ist ein ganz einfaches Spülmittel im Apfelduft. Dann haben wir mitgenommen Feuchttücher, die brauchen wir immer. Das ist von der Firma Loopy Lou. Die brauche ich einfach, um den Kindern zum Beispiel zwischendurch mal die Hände abzuwaschen unterwegs. Das sind Feuchttücher mit Olivenöl. Außerdem musste eine Seife mit. Das ist von der Firma, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine Seife mit einem Fruchtcocktailduft. Instant-Kaffee musste auch mit, weil ich trinke das eigentlich auch immer in Deutschland. Das ist schnell zubereitet und das ist eine riesen 200 Gramm Flasche. Reicht auf jeden Fall für den Urlaub, bleibt auf jeden Fall auch was über. Das ist von der Firma Bela Rome Green. Und ja, ich trinke das gerne mit Milch und mit Süßstoff. Ein Kaffee-Latte quasi. Dann haben wir noch hier Mais mitgenommen.
Für die Kinder zum Abendessen machen wir gerne in der Mikrowelle warm mit ein bisschen Salz drüber. Und davon habe ich 3 Packs mitgenommen von der Firma Uercasa. Ich glaube, die gibt es auch in Deutschland, meine ich, Uercasa. Dann habe ich für meinen Mann Erdnüsse mitgenommen, so zum Snack zwischendurch. Das sind gesalzene Erdnüsse, geröstete Erdnüsse. Und bei uns oder hier in Kroatien heißen Erdnüsse Kikiriki. Ein sehr, sehr lustiger Name. Dann habe ich 3 Trinkjoghurts mitgenommen, beziehungsweise Skier von der Firma Milbona. Die kaufe ich eigentlich auch in Deutschland, beziehungsweise das Skier in Flüssigform habe ich jetzt noch nicht bei uns entdeckt, aber die Firma Milbona sagt mir was. Und für meine Kinder, für zwischendurch, nehmen wir auch gerne mal an den Strand, in der Kühltasche. Und zum Abendessen quasi als Nachtisch oder halt für Zwischensnack ebenfalls Kehr von der Firma Pilos. Einmal in Himbeer und dann 2-mal in Erdbeere. Dann haben wir das hier entdeckt, und zwar von der Firma 1001 Delights Joghurt mit Granatapfel. Und das ist im Türkisch-Style. Das sagt mir jetzt so gar nichts. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was oder wie der schmeckt im Türkisch-Style. Ich kenne halt nur den griechischen Joghurt und von daher bin ich sehr gespannt. Davon habe ich 4 Stück mitgenommen. Auch sehr beliebt bei uns. Softcakes von der Firma Sunday in Orange, also eine Süßigkeit und auch noch als Zwischensnack, allerdings salzig, ein salziger Zwischensnack oder halt auch für den Strand, habe ich hier die entdeckt von der Firma Picorn Mini Salami. Das ist einmal mit Käse. Und die sehen wirklich sehr lecker aus, wobei ich die nicht essen werde, weil ich nicht so viel Fleisch esse. Die sind das eigentlich gar nicht. die gibt es halt mit Käse. Und davon habe ich 2 mitgenommen. Und dann gibt es die auch noch gemischt mit Schweinefleisch und Truthahn und Hähnchenfleisch. Nudeln mussten auch mit, das ist von der Firma, ich weiß nicht, Domaci Sceroki Rezanci, Sjajima, also ist mit Ei. Das sind ganz einfache, wie nennt man die, Nudeln, Bandnudeln, Bandnudeln glaube ich. Ja, machen wir einfach mit Soße oder mit Käse, mit Tomatensauce und Käse, schmecken bestimmt super, super lecker. Und was ich mir mitgenommen habe, und ich habe das so vermisst, ab und zu gibt es das auch bei uns im Aldi, von der Firma Milbona, und zwar Baklava. Baklava, das ist eine Art Kuchen, ich glaube in Honig getränkt, und das wird auch, ich glaube, bei türkischen Wochen angeboten. Ich habe da auch nicht, ich habe mir nicht nehmen lassen, ich habe da auch schon geöffnet und mir 2 Stück rausgenommen. So, mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig, weil ich euch mit der anderen Hand festhalten muss, damit ihr nicht über die Brüstung kippt. So, da, das sind die leckeren Teilchen und super, super kalorienreich. Ja, kann man nichts. Das kann man nicht bestreiten, aber die sind so lecker und so saftig und unheimlich süß. Ich glaube, es reicht, wenn man, wenn man einen davon gegessen hat, dann ist man eigentlich für den Tag gedeckt mit süßem Geschmack. Außerdem musste ein Salat mit. Wir essen hier im Urlaub jeden Tag Salat zu fast jeder Mahlzeit, würde ich sagen. Zusammengemischt mit Gurken. Hier sehen übrigens die Gurken ganz anders aus. Bei uns sind sie ja lang und schmal und perfekt. Hier sind sie klein und dick und kurz, schmecken aber genauso gut. Davon habe ich mir 3 Stück mitgenommen. Dann
haben wir Radieschen mitgenommen. Radieschen, ja, ich bin nicht so begeistert von Radieschen hier, weil die doch ziemlich, ja, würde ich sagen, bitter schmecken. Also die haben einen richtig scharfen oder bitteren, ja eher scharfen Geschmack. Aber trotzdem so ein bisschen in den Salat reinschnippeln, das gibt dem Salat so ein bisschen die Würze. Und in den Salat mischen wir dann immer Paprika mit rein. Paprika hier in Kroatien schmeckt ganz anders. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Außerdem muss der Kohl hier mit, der Wirsingkohl. Und den wird meine Mutter zubereiten. Und ja. Ja, meine Mutter und meine Tante sind hier. Und ja, die beköstigen uns eigentlich jeden Tag mit super leckeren Gerichten. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich so im Urlaub so ein bisschen auf die Ernährung achte, aber blöder Gedanke, ganz dummer Gedanke. Im Urlaub sollte man es sich auch gut gehen lassen und von daher esse ich heute auch mal zwei oder drei Baklava. So, hier nochmal die Aussicht. Da ist das Meer und da ist auch der Strand hier unten. Einfach ein Traum. ja, es ist übrigens, ich glaube, 6:30 morgens und deswegen ist der Strand noch so leer. Wir bleiben nicht mehr lange hier. Ich glaube, es sind noch 5 Tage oder 6 Tage, weiß ich gar nicht. Muss ich nachschauen. Und ja, wir werden die letzten Tage auf jeden Fall auskosten. Und ich glaube, das nächste Mal sehen wir uns in Deutschland wieder. Oder habe ich noch ein Video? Mal schauen, lasst euch überraschen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, da ist die Müllabfuhr. Egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.